Boah, ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft. Ein teures Mikrofon, welches sage ich dir noch nicht? Dafür blende ich hier irgendwo Mikrofon A, B oder C ein. Wir machen nämlich erstmal einen Blindtest, um rauszukriegen, ob sich diese Investition, ich muss hier gucken, dass ich nicht hinpurzel. Also wir machen einen Blindtest, um zu gucken, ob sich diese Investition überhaupt lohnt. Guck mal hier, wieder irgendwie. So, also das war jetzt Mikrofon A. Ich wechsle mal auf Mikrofon B. Und da bin ich auch schon wieder. So klingt also Mikrofon B. Machen wir gleich weiter mit Mikrofon C. Und das klingt eben so. 1, 2, 3, 4. Das wäre jetzt Mikrofon C. Noch nicht kommentieren, was du besser findest. Man kann nämlich wahnsinnig viel einstellen an Mikrofon A. Deshalb müssen wir uns das nochmal genau angucken, auch mit den verschiedenen Einstellungen. Zum Vergleich jetzt auch nochmal die beiden Mikros, die anderen, also jetzt C und jetzt B. Das klingt so, auch nochmal 1, 2, 3, 4 gesagt. Und bei A sage ich auch nochmal 1, 2, 3, 4. Wie gesagt, man kann super viel einstellen, das gucken wir uns gleich an. Jetzt machen wir auch noch einen Vergleich im Studio, wo eben keine anderen Geräusche mehr sind. Und meine Tasche klappert hier, höre ich gerade, weil ich nämlich auch einen variablen ND-Filter gekauft habe. Aber keinen teuren, erstmal einen billigen zum Gucken, wie das funktioniert. Der ND-Filter ist übrigens von Neuer, da steht zwar Slim drauf, aber so richtig slim finde ich den nicht, aber er macht, was er soll und sah jetzt auch nicht so schlecht aus. So richtig ausprobiert habe ich den aber noch nicht. Aber auch egal, ich bin jetzt direkt ins Studio gelatscht und du hörst jetzt wieder Mikrofon A. Das klingt eben so. Ich weiß, es hallt hier noch ein bisschen, aber es wird irgendwann besser. Also Mikrofon A klingt so und Mikrofon B so. 1, 2, 3, 4, das ist jetzt Mikrofon B. Und der Vollständigkeit halber jetzt noch Mikrofon C. Das war's alles. Ich bin gespannt, was du am besten findest. Ich klabüste mich hier jetzt aus. Dann gibt's die Auflösung und dann sprechen wir durch, was Mikrofon A sonst noch alles an Funktionen hat. Halt, stopp, die Post war da. Ich habe ja gerade eben gesagt, es halt hier noch. Und genau dafür habe ich Abhilfe bestellt in Form von solcher Pyramidenplatten. Ich dachte eigentlich, dass ich die schwarz bestellt hätte, aber weiß ist ja auch okay. Wir hören jetzt Mikrofon C. Jetzt machen wir schnell A und B durch und dann tackere ich die Teile an die Wand und dann hören wir uns die Sache nochmal an. Also es war gerade Mikrofon C, jetzt hörst du Mikrofon B und jetzt gleich A. 1, 2, 3, 4. So klingt Mikrofon A. Aber jetzt würde ich sagen, stellen wir mal die Insta360 auf und fangen an, hier ein bisschen zu tackern. So, alles dran, aber ich glaube, ich habe zu wenig von diesen Schaumstoffteilen, Pyramidenteilen da gekauft. Aber ich höre schon, dass es besser ist. Vielleicht bestelle ich noch eine Runde. Das ist jetzt auf jeden Fall Mikrofon A mit allem an Schaumstoff dran, was ich habe. Jetzt wechseln wir mal auf B. Und machen mal die 360-Grad-Kamera aus. Und so klingt Nummer B. 1, 2, 3, 4. Mal gucken, ob es Unterschiede gibt. Ich habe es selber noch nicht gehört. Hören wir uns noch C an. Das wäre jetzt C. 1, 2, 3, 4, 5. Ich höre mir das jetzt selber an und dann reden wir drüber. Dann gibt es die Auflösung und dann gucken wir uns an, was Mikrofon A alles sonst noch so kann. Und das Ding nehme ich mal aus dem Bild. Bis gleich. Ich hing hier oben dran und so geil. Die Vorgeschichte war, dass ich nicht nur das Sound-Setup hier geändert habe, sondern auch das Licht-Setup, also seit dem letzten Schnitt, weil ja, ich bin halt einfach noch nicht zufrieden, so wie es ja ausgestaltet ist. Und da habe ich da oben eine Lampe rangehangen und das war wohl eine Lampe zu viel. Aber kommen wir zur Auflösung. Mikrofon B. Also jetzt nimmt gerade das Rode Video Micro auf. Das ist einfach mit meiner M6 gekoppelt, die da gerade filmt. Die nimmt hier auf, also so, das müsste jetzt, der Pegel war nicht richtig an, deshalb habe ich es gar nicht gesehen, aber das nimmt gerade auf. Das war aber nicht bei diesen A, B, C dabei. B war nämlich das interne Mikro der EOS R6. Das hat mich echt gewundert, vor allem draußen im Freien war das erstaunlich gut. Also zur Not kann man das tatsächlich nehmen, nur wenn es halt Wind gibt oder wenn Wind kommt. Hier sind die Löchlein, hier eins und hier eins, das müssen eigentlich die Mikros sein. Wenn Wind kommt, dann schwächelt es natürlich. Nummer C war das Rode
Da habe ich es. War das Rode Video Micro für 40, 50 Euro. Da habe ich hier ein paar von der toten Katze, ein paar Haare drin. Das habe ich die letzten Jahre immer benutzt. Da habe ich auch meine Videos hier drin gemacht. Vorsichtig runterziehen. Das hing da dran. Und an sich bin ich mit dem Ding eigentlich auch zufrieden. Was mich ein bisschen gestört hat, wenn das Ding auf dem Blitzschuh hinten drauf ist, dann kann man das zwar hier so mit dem Kabel, also da kann man das Kabel dann hier so reinklemmen, dass es nicht so rumwackelt. Ein bisschen höher, aber gut, also auf den Blitzschuh draufschieben und dann wackelt es nicht so rum. Trotzdem hört man manchmal, dass es wackelt. Das hat mich ein bisschen gestört, fand ich jetzt aber nicht so schlimm. Nummer A war das Video Micro MTG, auch von Rode. Da hätte ich jetzt dieses Problem nicht mit dem Rumwackeln, also gleichzeitig auch das gelöst. Aber der Hauptgrund, warum ich eigentlich das gekauft habe, ist, weil ich nicht mehr direkt in die Kamera aufnehmen möchte, sondern der Plan ist, das in den Thomas Ninja V oder 5, weiß ja keiner, wie das heißt, aufzunehmen. Und dafür braucht man ein gepowertes Mikro. Hier ist ein Akku drin, das heißt, es ist ein Vorverstärker und es kommt da dann direkt so rein. Wobei erste Tests, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht doch einen zu geringen Vorverstärker hat, die ganze Geschichte. Da muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Das war so die Grundidee. Aufnehmen, da rein möchte ich das, weil ich mir für die, wo habe ich ihn? Für die M6 Mark II, die hier filmt, eine externe Stromquelle gekauft habe. Das ist so ein Akkudongel, den man eben reinsteckt und dann steckt man das da rein, dass der Akku halt nicht leer gehen kann beim Filmen. Das kommt nämlich ab und zu mal vor und das ist doof. Aber wenn ich das einstecke und gleichzeitig ein Mikrofon in die Kamera einstecke, dann habe ich Störgeräusche. Also irgendwie Workaround. So bin ich eigentlich dazu gekommen, dieses Ding zu kaufen. Aber man hat ja jetzt gehört, es klingt auch besser. Ich finde es zumindest. Also es klingt voluminöser, würde ich es jetzt einfach nennen. Also, ganz klar, Mikrofon A, nicht Wireless Go, Rode VideoMic NTG. Und das ist einfach so ein Allrounder. Das ist einfach so ein Allrounder. Deshalb habe ich das genommen. Ich hätte auch ein spezielles Studio-Mikrofon nehmen können oder so, die noch teurer sind oder billiger oder was weiß ich was. Aber das ist eins zum auf den Blitzschuh draufstecken und eben auch eins zum hier im Studio benutzen. Aber stecken wir es mal ein, machen wir da gar nicht lang rum. So, eingesteckt und so, jetzt haben wir hier. Ja, wir haben hier den Pegel, dann könnt ihr auch direkt zeigen, was man alles machen kann an dem Teil. Ich nehme einfach mal direkt mit auf. Ich kann nämlich hier den Pegel steuern, also ich kann lauter machen, hoher übersteuert, oder ich kann auch leiser machen. Du siehst es hier, den Pegel. Ich kann einmal alles 20 Dezibel leiser machen. Gut, dann muss ich halt wieder gegensteuern. Ich kann, das ist ganz cool, ich kann so einen Safety Channel mir bauen. Du siehst hier, jetzt habe ich den linken Kanal, ist die normale Lautstärke und der rechte Kanal ist eben 20 Dezibel leiser. Das heißt, wenn in der normalen Lautstärke was übersteuert, habe ich den Safety-Kanal und kann den nehmen. Das ist eine super Sache. Gerade wenn man eben auch draußen rumrennt, da hat man ja nicht die ganze Zeit den Pegel im Blick oder wenn es irgendwann mal lauter wird, hat man den Safety-Channel zur Sicherheit. Coole Sache. Und dann gibt es da hinten noch, nee, was habe ich jetzt beides drin? Achso, nee, das hier heißt. Damit zeigt er an, wenn das Mikro übersteuert. Also hier, jetzt sieht man, ich klopfe dagegen und dann kommt da dieses rote Lämplein. Und das sagt eben direkt, hey, Achtung, übersteuert, pass auf. Also wenn man irgendwas filmt und wie gesagt, man hat den Pegel nicht immer im Blick, aber vielleicht sieht man ja da oben, dass dieses rote Lichtlein leuchtet. Wenn nicht, dann hat man zur Not den Safety Channel. Generell ist es ja ein Mono-Mikrofon, deshalb kann man das ruhig machen, das auf zwei Kanäle aufteilen. Dann haben wir da oben noch zwei verschiedene Filter. Die 1, 2, 3, 4. Moment, ich muss gucken, wie da unten mein Pegel stimmt. Gut, du hörst es jetzt. Also, ich habe verschiedene Filter, die. Ja, ich bin zu laut mit dem Pegel. Guck mal, gehen wir ein bisschen runter mit dem Pegel. So. Jetzt. Also, ich habe verschiedene Filter, bin immer noch zu laut. Ich habe verschiedene Filter. Aber machen wir einmal aus den Filter und dann habe ich. Ja, wenn man eben im Nachhinein nicht filtern kann oder was weiß ich was. Das habe ich noch gar nicht richtig probiert, den anderen Filter. Und wenn man da lang drauf bleibt, dann müsste da hinten hinspringen. Das ist irgendwie so ein Wind, was weiß ich. Ich muss ich noch genau ausprobieren. Was auch gut ist an dem Mikrofon, so machen wir da aus. Ach, geht gar nicht aus, da muss ich auch lang drauf bleiben. Okay, was auch super gut ist an dem Mikrofon, du siehst, ich erleuchtet, es ist jetzt an. Jetzt stecke ich es mal aus. So, und dann merkt es von alleine, dass es ausgeht. Aber gut, ich kann es auch ausmachen, indem ich einfach lang drauf bleibe. Und jetzt großes Problem: Würde ich jetzt das Mikro einstecken
und vergessen es einzuschalten, dann wäre das kacke. Aber die rote Lampe leuchtet. Das merkt es einfach selber, dass es an ist, wenn es an der Kamera ist. Weil die Kamera halt selber ein bisschen Strom liefert. Ich weiß nicht genau, wie er das macht, aber irgendwie kommt halt ein bisschen Strom und dadurch weiß er, hallo, ich muss jetzt angehen und geht nach einer Zeit auch wieder alleine aus. Das ist super. Das funktioniert hier dran zum Beispiel nicht. Also da muss ich das Mikro tatsächlich selber einschalten und dann hoffen, dass es geht. Was auch gut ist, das hat einen TRRS-Stecker direkt auf beiden Seiten. Das heißt, man kann es auch ins Smartphone einstecken und wird über USB-C geladen und kann auch direkt als USB-Mikrofon genutzt werden. Also man kann es auch an den Rechner anschließen und kann dort auch mit aufnehmen. Ist super. Sehr durchdacht ist auch diese Montage für einen Blitzschuh. Einmal habe ich hier unten, um es festzuschrauben, auf den Blitzschuh. Aber ich habe auch hier, um das ganze Ding hier ein bisschen hin und her zu schieben, je nachdem, wie weit es eben hinten rausstehen soll. Das ist auch echt eine gute Sache. Und dann hier eben noch, um die Kabel zu verlegen. Also, coole Geschichte und ich finde, es klingt am besten. Was ich bis jetzt allerdings hatte, es war jetzt so eingestellt, dass ich den Pegel vom Mikrofon so eingestellt habe, dass ich nichts ändern muss zum Video-Micro. Wie heißt denn das? Einfach nur Video-Micro, oder? Nee, hier ist einfach nur Video-Micro heißt es, oder? Was aber scheinbar besser ist, wenn man den Pegel an der Kamera komplett runterregelt. Ich kann das, glaube ich, im laufenden Betrieb machen. Achso, jetzt geht der Kopfhörer. So, wenn ich, kann ich den jetzt runterregeln? Na, sieht man nicht richtig. Ich mache es jetzt mal offline. Was heißt offline? Ich kann ja trotzdem, also ich mache ja die Aufnahme aus, nehme hier den Pegel, regel ihn ganz runter. So, jetzt kommt gar nichts mehr an. Machen aber eins hoch und dann gucke ich mal, wie hoch ich hier gehen kann. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Naja, gut, okay, ein bisschen höher muss ich noch gehen. Dann soll es nämlich, so, okay, ja, so passt ungefähr. Dann soll es nämlich weniger rauschen. Probieren wir aus, wir nehmen auf. So, jetzt eben so eingestellt und da soll es weniger rauschen. Muss ich noch probieren, die genaue Einstellung. Auf jeden Fall, das war die Auflösung. VideoMic NTG. Und jetzt noch der ultimative Soundcheck. Ich habe es jetzt angebaut, so wie es tatsächlich hier verwendet werden soll. Vorsichtig hoch. So, jetzt dürfte man es nicht mehr sehen. Jetzt ist direkt hier außerhalb vom Bild und es klingt dann eben so. Ich hoffe, dass es doch tatsächlich ein bisschen besser wird. Ob es 200 Euro mehr wert sind oder nicht, ich weiß es nicht. Wie auch immer, kommentier du unten drunter mal, was du meinst. Klingt es besser, ja oder nein? Hat diese Hallkonstruktion was gebracht, ja oder nein? Wie findest du die anderen Mikrofone? Ich bin auf deinen Kommentar gespannt. Und wenn du weiterhin Videos hören möchtest, die mit dem Rode VideoMicro NTG aufgenommen sind, dann nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Hier gibt es mein letztes Video und dann sieht man sich auch schon beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.